Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich habe mir gerade gedacht, kuschelst du dich jetzt schon ins Bett ein und guckst Netflix, so ein bisschen Spuk in Hill House, oder machst du noch ein Video? Ich sitze hier, ihr seht es. Ich dachte mir, so kann ich euch nicht davon gehen lassen ins Wochenende, was ja auch schon wieder ja, vorangeschritten ist. Ne? Das ist ja immer so und dann ist schon wieder Montag. Aber nein, wir machen es uns gemütlich und ich möchte euch von einer tollen Sache erzählen, beziehungsweise von etwas, was mir zugeschickt wurde. Und ich freue mich so dermaßen darüber, weil es geht um Knete, um Zaster, ja, um Sparen, ja. Denn wir wissen, es ist Ende des Monats und wer mir auf Instagram folgt, ja, ich habe schon Arschverkaufen-Angebote bekommen, ja. Arschverkaufen wurde mir schon angeboten, ja, es ist soweit, das Konto neigt sich das, ja, der Nulllinie zu und deshalb ist es wirklich sehr, sehr passend, dass ich jetzt über Sparen rede, denn der Duft, um den es geht, ja, ich habe mir dieses Jahr das Original gegönnt und es gibt tatsächlich jetzt einen, der genauso, wenn nicht sogar noch besser riecht und ich bin wirklich over the moon. Ich habe den jetzt seit 2 Wochen ungefähr, teste den auch schon so lange und Leute, ich habe verglichen, den Original da, das andere da und alleine und getrennt und überhaupt. Und es ist wirklich, ich bin wirklich absolut wow. Wahnsinn. Und ich freue mich so, euch das zu zeigen. Zuerst aber mal kurz das, was auf meinen Lippen ist. Heute habe ich auch noch Post bekommen, habe ich mir allerdings selbst bestellt. Von Lisa Eldridge, einer der neuen Lippenstifte. Allerdings nur das Refill, weil, wie gesagt, Arsch verkaufen. Ne? Ich habe mir jetzt nicht das komplette Set von 60 Euro gegönnt, hier mit Gravur und so weiter. Und das Refill sieht eigentlich auch ganz schick aus. Also ich finde, das komplett aus Aluminium und daher auch sehr gut recycelbar. Ne? Also wir achten auch auf die Umwelt. Und kommt in dieser Verpackung. Ich habe mich für die Farbe Simone oder Simone entschieden, Nummer 182. Ich weiß nicht, ob es im Endeffekt dann die falsche Entscheidung war. Vielleicht hätte ich doch Romy nehmen sollen, weil Romy angeblich die hellste Farbe ist. Aber auf den Swatches sah mir Romy irgendwie dunkler aus. Und ich dachte hier bei Simone wäre es ein schönes, helles Karamell. Und es ist mir doch ein bisschen dunkler, als ich es mir gewünscht hätte. Texturmäßig sehr, sehr schön, muss ich sagen. Es fühlt sich, also Lisa Eldridge Lippenstifte sind sowieso ein Traum, ja. Und das hier ist wirklich so ein Mittelding aus den matten, also schön haltbar und diesen Satin-Lippenstiften, also so ein bisschen cremiger, also super angenehm auf den Lippen. Kein Duft, ja, also keine Parfümierung, die dir in den Hals kriecht und dich halb ersticken lässt. Wirklich sehr, sehr schön, nur ja, ich hätte mir ein bisschen heller gewünscht. Also es ist schon echt ein dunkles Karamell. Kann man aber auch mit anderen Lippenstiften ein bisschen aufhellen, ne? Flashport, Crème de Nude von MAC zum Beispiel oder einem Lipgloss, das hell ist. Das ist alles kein Problem, wir können ja spielen. Ja, also die Farbe ist jetzt nicht ganz hundertprozentig das, was ich mir erwartet habe, aber so ist das halt. Aber generell Lisa Eldridge Lippenstifte sind eigentlich mal Chefskiss. So, worum geht's heute? Ava Pari. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr wieder auf mich zugekommen seid. Ich habe nämlich dieses Jahr schon mal über diese Firma berichtet. Die haben nämlich schon mal was zugeschickt. Und zwar den Cherry Rouge. Ein wunderschöner Kirschduft. Der einem, also Ava Pari ist eine Firma, die Düfte herstellt. Wie drücke ich das jetzt aus? Um unseren Geldbeutel zu schonen, ja, dass wir uns nicht die Düfte kaufen müssen, die so wahnsinnig teuer sind, ja, und im Prinzip zahlen wir, also das meiste zahlt man eigentlich immer für den Flakon, für die PR, für die Werbung, ne, es werden ja Models gebucht und Fotos geschossen und Werbung geschaltet und das ist alles so wahnsinnig teuer und das hagelt natürlich dann auch auf den Preis nieder. Natürlich zahlen wir den Namen, ne, wenn du dir den Chanel-Duft kaufst, da kannst du dir ausrechnen. Das geht natürlich in den Preis mit rein. Und der Inhalt ist meistens das günstigste. Bei diesem Duft eventuell nicht, weil es werden wirklich sehr, sehr hochwertige Ingredienzien verwendet. Und ich musste mir den einfach dieses Jahr gönnen, ja? Mit dem Randvermerk, also es geht übrigens um Clive Christian, Blonde Amber. Blonde Amber ist ein unfassbares Meisterwerk. Der ist so unglaublich gut und der lässt sich auch unglaublich schwer beschreiben. Der ist ambriert, der hat eine Süße, der ist üppig, der ist orientalisch, der ist weiblich sexy, der ist einfach ein absolutes Feuerwerk an Geruchsexplosionen in deiner Nase. Der ist nicht muffig oder zu rauchig, der ist einfach, der ist perfekt. Auch perfekt Unisex, ja, den kann Mann und Frau tragen. Und Clive Christian, das sind
Einfach Düfte, da kriegst du nichts unter 300 Euro. Was kosten die günstigsten? Clive Christian, ich glaube auch um die 340, 400. Ich habe den mit Prozenten bekommen, ja. Ihr wisst, ich arbeite im Parfümeriebereich. Ich habe Prozente bekommen. Ich habe nicht die ganzen 550 Euro bezahlt. Es war trotzdem scheiße teuer, versteht mich nicht falsch, ne? Aber ich habe nicht die ganzen 550 Euro bezahlt. Es ist wirklich hart. Also dieser Preis. Ich hatte Weihnachtsgeld, ja, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, so mein Urlaubsgeld und zu meinem Geburtstag habe ich mir den gegönnt. Ich wollte einfach das Original haben, weil ich wurde ja leider im Zug bei Parfumo verarscht. Da wurde mir irgendeine Plörre abgefüllt, worauf mich einige lieben Leute von euch hingewiesen haben. Ja, und dann habe ich mir einfach aus einer zuverlässigen Quelle, einfach von einem zuverlässigen Händler auch diesen Duft bestellt, sodass ich weiß zu 100%, dass es Originalware und nicht irgendeine gepanschte Scheiße. So, da haben wir das gute Stück Clive Christian. Jetzt ist an dem Flakon, und gut, ne, also auch die Verpackung, wenn man überlegt, eine Latafa-Düfte, die sind manchmal hochwertiger und aufwendiger verpackt. Übrigens Latafa, ne Quatsch, nicht Latafa, Swiss Arabian, Vanilla Toffee, gestern bestellt. Da wird ein Video kommen. Ich freue mich so unglaublich auf diesen Duft. Aber ich schweife ab. Ihr merkt, ich habe heute so ein bisschen ADHS-Vibes, oder? Ja, Clive Christian. Der Flakon ist eigentlich auch nichts Besonderes für einen 550-Euro-Duft. Ja, also die Kappe, hat ein bisschen Gewicht, aber der Flakon, der fühlt sich nicht besonders wertig an. Jetzt also für meine Verhältnisse. Ich hatte schon wertigere Flakons in den Händen, die nur 50 Euro oder noch weniger gekostet haben. Also das ist jetzt von der Haptik und das alles, das ist jetzt für mich nicht wirklich Luxus. But der Duft ist es. Oh, unglaublich. Also würzig, süß, leicht fruchtig. Der hat so eine Fruchtigkeit, so eine ambrierte Fruchtigkeit. Ganz schwer zu beschreiben. Ich kann wirklich einfach nur ans Herz legen, den bei irgendeinem zertifizierten Händler zu riechen, in Düsseldorf, in München oder in irgendwelchen großen Städten, die halt mit Luxus zu tun haben. Der ist einfach unglaublich. Und dann bekomme ich jetzt ein wunderschönes Paket, beziehungsweise die Anfrage von Avapari, dass sie einen Duft kreiert haben, der ein bisschen ähnlich ist und der heißt Pure Amber. Ich finde allein auch hier die Verpackung, der Flakon, das ist unglaublich schön gemacht. Hier mit der Umverpackung finde ich auch sehr, sehr schön. Hier vorne haben wir den Namen Avapari, Made in Germany. Und ja, wir klappen es auf und holen den wunderschönen Flakon raus. Also ich finde, da, wenn man jetzt so. Der von Clive Christian ist leichter. Das ist wirklich krass. Also der hier fühlt sich wertiger an als das Original von Clive Christian. Ich finde es wirklich faszinierend, aber gut. Es geht ja wirklich ums Innere. Und da haben wir schon wirklich so diese wunderschöne Pipi-Farbe, die ich liebe. Ja, also es muss wirklich, es muss die Farbe wie Pisse haben oder halt noch dunkler. Sehr, sehr schön. Aber Leute, ich war wirklich, jetzt da ich wirklich das Original habe und weiß, das ist der Duft. Leute, ihr spart euch einfach 500 Euro. Wenn ihr nicht unbedingt darauf bedacht seid, hier die Verpackung zu haben und halt das Erlebnis und hier mit der Umverpackung und so weiter, wenn es euch wirklich nur um das Innere geht, spart euch 500 Euro. Ganz einfach. 500 Euro, einfach. Was kann man mit 500 Euro alles machen? Man kann so viele geile Sachen mit 500 Euro machen. Einige Leute fahren vielleicht sogar auf einen Kurzurlaub oder gehen lecker essen, mehrere Male hintereinander. Vielleicht einen Tag mit einer ganzen Familie ins Kino. Kostet ja mittlerweile so viel. Aber wow, das ist wirklich für mich eins zu eins, so das Geile ist. Und was mich auch ein bisschen ärgert, wenn ich den getragen habe, ja, habe ich kein einziges Kompliment bekommen. Kein einziges. Not a single one. Und ich dachte mir, ich bin ja am Anfang auch geizig gewesen, da dachte ich, komm, du hast das Geld ausgegeben, sprüh dich ein, ne? Und es kam kein einziger Kommentar. Da war ich wirklich traurig, weil wenn ich mir so einen teuren Duft kaufe, möchte ich, dass Kommentare kommen, ja? Ich möchte, dass man mich von 100 Kilometer Entfernung, sobald ich aus der Tür trete, dass man mich riecht. Die Komplimente kamen hier mit. Ich habe mich damit eingesprüht und dann hieß es, oh, du riechst so gut, was hast du an dir? Meine Güte, deine Duftaura. Es war der.
Und der ist so haltbar, ja. Und ich mag mich sogar ein bisschen zu der Aussage versteigen. Nein, also übrigens, ne, falls ihr jetzt wieder denkt, du wirst doch bezahlt, dass du das sagst. Das kann doch überhaupt gar nicht sein. Du hast den 500 Euro, dürften jetzt schwärmst du darüber, die bezahlen dir bestimmt Geld. Nein, Leute, das würde ich angeben, ja, das würde ich sagen. Das würde ich sogar mit Stolz sagen, wenn ich bezahlt werden würde. Tue ich aber nicht. Die waren einfach so unglaublich lieb und haben mir diesen Duft zugeschickt, kostenfrei, ja. Die haben ja auch nicht gesagt, du musst jetzt ein Video darüber machen, ne? Also wir wollen schon was dafür sehen. Gar nicht. Die haben mir das zugeschickt und gesagt, riech das mal. Wir hoffen, es gefällt dir. Nichts anderes. Und da gibt es andere Firmen, die erwarten da ganz andere Sachen von dir, wenn die dir was zuschicken. Auch wenn kein Geld fließt. Also das ist wirklich zum Teil traurig. Aber wie gesagt, nichts für Geld geflossen. Sage, nein, habe ich keine Geld. Er ist so gut. Also Leute, wenn ihr wirklich einen geilen, ja, Blonde Amber Klon haben möchtet, this is the one. Ich habe ja bisher nur einen weiteren gerochen und der ist ein bisschen schwächer, der ist auch gut, habe ich auch ein Video darüber gemacht. Aber der hier, der ist potent, der ist reif, der ist rund, der ist wow. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber Pari, was habt ihr da für eine Hexenküche? Es ist der Wahnsinn. Also der ist so unglaublich gut gemacht. Also wirklich Hand aufs Herz. Ich erzähle euch hier keinen Schmuh. Also das ist wirklich, wirklich, der ist geil. Ja, also ich greife auch eher dazu, weil ich mir denke, ich gehe jetzt gleich zwar duschen, aber ich sprühe mir trotzdem. Boah, der ist so schön. Und vor allem jetzt im Herbst ist das so geil. Und ich finde es einfach, ich feiere das einfach so sehr, dass der nur, ich glaube, 45 Euro. 45 Euro zu 550, da fällt doch die Entscheidung gar nicht so schwer. Also, wow. Ich wollte euch das einfach jetzt nur ans Herz legen, weil ich einfach, ja, ich wollte es euch einfach zeigen, weil ich das so geil finde, dass man nicht so viel Geld ausgeben muss, man wirklich quasi ein 1 zu 1 Duft hat für einen Bruchteil. Das ist einfach so geil. So. Es war noch ein anderer Duft in dem Paket übrigens drin. Der hat mir allerdings nicht so gefallen. An mir. Es ist halt, ne, jede Haut ist anders, jeder verträgt einen Duft anders und jeder spiegelt einen Duft auch anders wieder auf der Haut. Es war noch Princess Oriana, auch ein Extrait de Parfum, wie hier der wunderschöne Pure Amber, auch ein Extrait de Parfum. Also sehr, sehr potent und reichhaltig. Princess Oriana soll eine leichte Anlehnung auch an den Princess von Killian haben. Auf meiner Haut nicht. Also der ist schön, also der ist schön. Aber auf meiner Haut entwickelt der so eine komische Note. Ich weiß auch nicht, was es ist. I can't put my finger on it. Aber der, weiß ich nicht, der hat auch ein bisschen was von indischem Supermarkt oder so ein 70er Jahre Esoterikmarkt. Irgendwas ist hier drin, was das begünstigt. Kardamom oder ich weiß es nicht. Irgendwas lässt mich so an 70er Jahre Esoterikmarkt denken, auf meiner Haut. Also ja, das war an mir leider nicht so schön, aber dafür freue ich mich unfassbar über diesen Duft. Und jetzt höre ich auch auf zu schwärmen, sonst schreibt gleich wieder jemand in die Kommentare. Du lügst doch, Lügenpresse, Fake News, du kriegst Geld dafür. Krieg ich nicht, verdammt nochmal, ich muss bald Arsch verkaufen. So, das war jetzt das Video und ihr seht ihr das? Da, wo ich hingesprüht habe, dieses Ölige, da sieht man einfach, wie reif und potent, ich habe heute so oft potent gesagt, ne, also irgendwas stimmt in mir nicht, dieser Duft einfach ist. Ne, ihr seht, wie reichhaltig dieser Duft ist. Geil, also ich kann es euch nur empfehlen. Der kann was. Punkt. Und ich zeige nur Sachen in meinen Videos, die was können. Für was anderes setze ich mich gar nicht auf meine vier Buchstaben und mache die Kamera an und mein Licht an. Eigentlich müsste ich mir jetzt Haare färben, ja? Hätte ich schon längst machen können. Ich könnte schon längst mit meinem Arsch im Bett liegen und Netflix gucken. Habe ich aber nicht gemacht. Deshalb, ich freue mich einfach, euch das jetzt gezeigt zu haben und dass vielleicht der ein oder andere sich das teure Geld sparen kann und sich den Duft anderweitig erfüllen kann. Und ja, das war's dann jetzt auch für heute. Nächste Woche kann ich auch Ende der Woche erst wieder Videos machen, aber es wird auf jeden Fall ein Favoritenvideo kommen. Ich habe auch noch was anderes in der Pipeline. Also ist, ne, mein Kopf ist voll, aber diese Frau muss arbeiten, damit sie nicht muss ihren Arsch verkaufen. So, ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Restwochenende. Passt auf euch auf und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!